Und damit, moin Leute, Karl mal wieder am Start für euch. Heute mal wieder ein bisschen Black Ops 4. Und zwar geht es heute um ein paar Leaks, ein paar neue Maps, einen neuen Spezialisten und so noch ein paar andere Sachen. Gehen wir mal gleich drauf ein. Und zwar soll nächste Woche Dienstag am 12. Februar ein Update stattfinden. Update 1.13. Das soll enthalten einen riesigen Waffenpatch, so wie ich gehört habe. Und Multiplayer-Content, Blackout-Content und Zombie-Content. Was genau, stand leider nicht im Text mit drin. Und alle hoffen wahrscheinlich mal, dass wir jetzt endlich mal einen Waffenpatch bekommen, dass die Titan mal unbrauchbar gemacht wird. Es ist wirklich langsam schon wirklich ekelhaft, selbst für uns Washer. Wir müssen hier alles dran setzen, damit wir die Titan-Spieler ausschalten. Ja, ihr wisst Bescheid. Manchmal ist es wirklich mega, mega ekelhaft, wie die abschimmeln die meisten Leute und kriegen dann naja eine KD mit 0,5 und denken, die sind die Oberpro-Gamer im Spiel. Ja, es ist zwar, sag ich jetzt mal, nervig gegenüber von uns, weil wir werden doch schon öfters mal geholt auf höhere Streaks und dann ärgert man sich doppelt so heftig, wenn es die Titan Thermal ist. Ihr wisst, da denke ich mir mal Bescheid, da erzähle ich euch nichts Neues. Deswegen hoffe ich wirklich, damit hier die MGs allgemein mal runtergepatcht wird. VKM ist auch ziemlich stark, die Hades ist ziemlich stark und die Titan sowieso. Da hoffe ich echt mal drauf, dass das wirklich runtergenervt wird, alle drei Wumm. Und dass wir hier mal so einen kleinen Patch auf die Sniper vielleicht bekommen, damit wir mal ein bisschen besser die Sniper bespielen können. Vielleicht noch hier und da bei der MPs und bei der Stormy wäre. Wie gesagt, lassen wir uns überraschen, wenn was Neues drüber erscheint. Ich werde euch darüber jetzt immer berichten, so schnellstmöglich ich das kann. So, das war es erstmal für den 12. Februar. Also safe sollte das wirklich das Update nächste Woche kommen. Wenn es jetzt natürlich nochmal eine Woche verschoben wird, dann werde ich euch dann nochmal unterrichten drüber. Aber ich denke mal, safe kommt es nächste Woche. So, als nächstes haben wir die Season 3, ihr wisst ja Bescheid, die Season 2 jetzt hier Operation Zero und dann dieses Spezialevent Barbaren ist ja in ein paar Tagen beendet. Das heißt, die Season 3 steht vor der Tür und da wurde schon einige Leaks, einige Map-Details rausgepimmelt. Und zwar geht es in der ersten Map in natürlich DLC-Maps, das soll wirklich nur wieder für den Black Ops Pass verfügbar sein. Soll eine erste Map, die Polizeistation, irgendwas mit einer Polizeistation sein. Näheres wurde da noch nicht geleakt. Und die zweite Map soll irgendwas mit einem Casino sein. Da bin ich mal so gespannt, ob ich mir denn den Black Ops Pass gönne. Weil ich habe auch noch nicht, viele Leute da draußen haben auch noch nicht, weil die letzten zwei Maps waren jetzt nicht so der Brecher, sind wir mal ganz ehrlich. Und bis jetzt hat eben der Black Ops Pass wirklich gar nichts weitergebracht. Deswegen enthalte ich mich da noch ein bisschen und warte mal ein bisschen noch ab, was dann noch auf uns drauf zukommt. Es sollen auch laut Aussagen von David Wonder sollen wohl Erweiterungen von Blackout kommen. Hierbei denke ich mir mal wirklich auf Erweiterungen, weil es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass jetzt schon eine neue Map rauskommt für Blackout. Und ja, das Ganze ist zustande gekommen. Wie gesagt, es hat ein Fan gefragt auf Twitter, wie sieht es denn aus? Können wir mal langsam jetzt mal Erweiterungen von Blackout kriegen oder eine neue Map? Und da hat David Wonder, wie gesagt, geantwortet. Walking Dead Season 3 is coming. Und das heißt so viel wie neues Blackout-Content wird kommen. Also ich denke mal, der wird da dran jetzt so ein bisschen was schrauben und die müssen ja jetzt wirklich auch anziehen, weil jetzt ist ja jetzt ohne Apex rausgekommen, falls ihr das wisst, hier dieses Battle Royale-Spiel, wo jetzt die meisten mit drauf abgesprungen sind noch mit. Und jetzt muss unbedingt Blackout damit auch noch ein bisschen nachziehen. Und deswegen, wie gesagt, Season 3 is coming, sagt da der liebe David Wonder. Und das denke ich auch. Es wird Season 3 wird einiges passieren müssen, damit sie hier wieder Black Ops an vorderster Front bringen, damit wir wieder ein bisschen mehr was bezocken können. Ich würde mich hierbei wirklich freuen auf viele Waffenvarianten, auf viele Reaktivtarnungen, Meisterkunsttarnungen, auf neue Waffen natürlich. Neue Maps, neue Erweiterungen, whatever, alles. Ich hoffe mal wirklich, denken die Kneiner wirklich einiges raus. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ich denke ja auch, weil man hat echt so langsam alles gesehen. Wenn ich dran denke, ich habe noch 18 Tage hier auf der Xbox und ich habe das Barbaren-Event schon
fertig, ja, und ja, wie gesagt, es ist schnell erspielt, Leute, kauft euch nicht immer blind so eine Lumpe hier, ja, diesen Schwarzmarktfrei, ja, weil ihr habt wirklich genug Zeit, um diese Events und alles, whatever, ja, zu erspielen. Da will ich das reale Geld nicht für aus dem Fenster schmeißen. Und außerdem ist danach sowieso der Reiz vorbei, sich Sachen zu erspielen, weil es kommt danach wirklich nicht mehr viel. Und deswegen lege ich euch da ans Herz. Erspielt es immer, ich mach's auch immer. Wenn mal eine geile Waffenvariante wie jetzt der Vampirjäger rauskommt, die kauft man sich dann mal natürlich, ja, kann man sich dann mal gönnen. Aber Schwarzmarkt immer erst spielen, weil sonst ist es wie in WW2 damals. Das Spiel hat es wirklich, das, wie ich finde, immer aufrechterhalten. Man kam jeden Tag rein, hat sich die Waffenkisten erspielt. Waffenvarianten waren wirklich en masse da. Ja, das hat wirklich so einen Spaß gemacht. Ich hätte mich hier ehrlich gesagt wirklich Schwarzmarkt weg. Ganz ehrlich, Leute. Hätte ich mich gewünscht und dafür lieber dieses Kistensystem wieder mit so ein Hauptquartier, wo man sich treffen kann, wo man dann die Kisten farmen kann, rausschmeißen kann, sich erfreuen kann über neue Waffenvarianten und alles sowas. Das hätte ich mir echt gewünscht hier mal. Aber schade, damit sie es echt so gemacht haben hier, dass man Schwarzmarkt nicht viel erspielen kann, weil so viele Waffenvarianten und Reaktivtarnungen und sowas kommen nicht mehr. Ich habe jetzt schon vor ein paar Tagen die Mosu Meisterkunsttarnung, falls ihr die noch nicht gesehen habt, habe ich freigeschalten. Könnt ihr mal gucken auf meinem Kanal. Findet da irgendwie so random, sei jetzt mal in den Reserven, habe ich bekommen. Könnt ihr euch ja mal geben. Weiter geht's natürlich hier mit dem neuen Spezialist. Es soll ein neuer Spezialist kommen zur Season 3. Ich vermute jetzt mal, wir haben ja jetzt hier Zero bekommen mit EMP und alles sowas zusammen. Ich vermute mal, es könnte der Reaper sein aus Black Ops 3. Da liegt eine Vermutung von mir aus. Ich habe darüber weiter nichts gehört und gelesen, aber ich vermute es mal, es könnte wirklich der Reaper sein. Weil alles andere gibt es ja schon. Wenn man mal so ein bisschen durchschaut durch die Kante, was für Spezialisten wir jetzt da alles haben. Von alten Teilen auch neue Spezialisten, fehlt ehrlich wirklich dieser Reaper, ja, da mit diese Sense, ja, kam jetzt nicht drauf, und mit diesen, wie hieß es damals, damit mehrere von ihm weggegangen sind, so wie so eine optische Täuschung, sage ich jetzt mal, ja, sowas fehlt ja komplett noch in dem Game. Ich denke mir mal, das wird sowas ähnliches wie Reaper sein oder sowas, was uns da erwartet. Oder ich kann mich komplett vielleicht täuschen und es kommt natürlich irgendwas anderes, aber ich denke mir mal, da wird wirklich sowas ähnliches wie der Reaper kommen, weil, wenn ihr da mal guckt auf Blackout, seht ihr, dass der Reaper ja schon verfügbar ist. Und deswegen denke ich mir mal, könnte es sein, damit der Reaper hier auch langsam denn mit hinzugefügt wird. Wie gesagt, das ist so ein Munkeln. Würde mich auch mal interessieren, was ihr darüber denkt, ob ihr da irgendwie eine Ahnung habt oder irgendwas drüber wisst, dann schreibt es mir mal in den Kommentar, würde mich mal richtig interessieren. Und ja, würden wir mal gucken, was uns demnächst noch so bevorsteht. Ich würde mich, wie gesagt, freuen, dass endlich mal die Titan Runde gepatcht wird. Ein Modus natürlich ohne Spezialisten wäre ziemlich geil, damit wir da uns mal ein bisschen messen können, mal rein Gunfight zu haben, weil wenn man wirklich mal mit Bots spielt, sag ich jetzt mal, ja, ich übe auch öfters mal noch mit Bots, und da denn natürlich die Spezialisten ausschaltet, das ist wirklich schon anderes Spielen, ohne damit man da irgendwo langläuft, seine Wege hat und dann rennt man da an den Karnickeldraht rein oder im Schild oder in eine Sprengfalle, whatever, ja. Das ist wirklich schon angenehmeres Zocken, müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr euch geben. Das war es erstmal mit dem Neuigkeiten-Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo, würde mich richtig drüber freuen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, natürlich, ne? Und ja, danke fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Karl. Haut rein, ciao.